Herzlich willkommen bei einem neuen Video von ZAPTV. Wir sind Franzi und Steffen, paddeln jetzt schon viele Jahre, haben in den Jahren natürlich einiges beobachtet, haben selber auch viele Fehler am Anfang gemacht. Und damit ihr diese Fehler vermeidet, gibt es heute von uns 11 typische Anfängerfehler. Wir sagen euch, welche typischen Anfängerfehler oft auftreten, sagen euch aber natürlich auch gleich, wie es richtig funktioniert. Fehler Nummer 1, Board nicht komplett aufpumpen. Zumindest wenn ihr ein aufblasbares Board habt, solltet ihr es immer bis zum empfohlenen Druck aufpumpen. Das sind meistens 15 PSI, also ungefähr 1 Bar. Weil ansonsten kann es tatsächlich sein, dass ihr auf dem Wasser eine richtige Banane habt. Und ja, es kann hinten raus auch etwas anstrengend werden, das Aufpumpen. Aber es lohnt sich für eine deutlich bessere Performance. Fehler Nummer 2 ist, dass das Paddel zu kurz eingestellt ist. Ganz oft sieht man Stand-Up-Paddler, die ganz tief nach unten sich gebeugt haben, damit das Paddelblatt überhaupt in das Wasser kommen kann. Ganz viele Paddel haben die Möglichkeit, dass man sie verstellen kann und ausziehen kann, sodass man das Paddel individuell an seine Körpergröße gut anpassen kann. Ein kleiner Tipp für uns, für Anfänger ist immer ein guter Richtwert, ein Arm auf den Paddelgriff legen, so dass der Arm leicht gebeugt ist und dann kann man noch schön gut aufrecht stehen und das Paddelblatt in das Wasser eintauchen. Fehler Nummer 3, das Board passt nicht zum Paddler. Man sieht es hin und wieder auf dem See, eine große, kräftige Person paddelt auf einem sehr dünnen, meistens nur 10 cm dicken Allrounder, was sich dann richtig schön auf dem Wasser durchbiegt. Natürlich muss das Board, auf dem man unterwegs ist, auch irgendwie zum Körpergewicht und zur Körpergröße passen, denn nur dann kann man auf dem Wasser richtig Spaß haben. Das heißt, wenn man groß und schwer ist, sollte man vielleicht eventuell eher zu einem Touringboard greifen und nicht zu einem kurzen Allrounder. Fehler Nummer 4 ist fehlender Fersenkontakt beim Aufstehen. Das sieht wie folgt aus. Normalerweise paddeln wir zuerst auf den Knien und wenn wir dann aufstehen wollen, packen wir zuerst beide Hände mit aufs Board und dann kommt erst der eine Fuß und der andere Fuß auf Höhe des Tragegriffes auf das Board. Jetzt ist zu beobachten, dass einige die Fersen nach oben drücken, weil sie es nicht schaffen, die Fersen auf das Board nach unten zu bewegen. Einfach den Po jetzt ein bisschen nach oben heben, denn dann fällt es einfacher, die Fersen auf den Boden oder auf das Board in das Board hineinzudrücken. Denn wenn ich die Fersen oben habe, ist es noch viel schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Und selbst an Land ist das eine Meisterleistung, so aufzustehen. Also einfach die Fersen nach unten in das Board drücken, den Po ein bisschen nach oben schieben, die Knie leicht strecken und dann könnt ihr die Hände vom Board lösen und aufstehen. Fehler Nummer 5, zu weit vorne oder zu weit hinten auf dem Board stehen. Im Optimalfall steht man im Parallelstand hier im Bereich der Boardmitte. Bei den meisten aufblasbaren Boards ist das gekennzeichnet durch den Tragegriff, zumindest wenn das Board gut ausbalanciert ist. Man steht weder hier hinten im Heckbereich, es sei denn, man möchte irgendwie einen Turn machen, dann kann man durchaus mal einen Schritt nach hinten machen. Aber ansonsten steht man die meiste Zeit innerhalb der Boardmitte, weil wenn man zu weit hinten steht, hebt sich die Boardspitze aus dem Wasser. Man merkt beim Paddeln vielleicht, dass man durchweg eine Kurve paddelt und wenn man zu weit vorne steht, hebt sich die Finne hinten schon aus dem Wasser und auch da ist ein richtiges Geradeaus-Paddeln schwierig. Fehler Nummer 6 ist, das Paddel falsch zu halten. Manchmal kann man beobachten, dass beide Hände am Paddelschaft sind. Das ist aber falsch. Auf der Seite, wo das Paddel ist, da kommt die Hand an den Paddelschaft und die andere Hand kommt an den Paddelgriff. Wenn das Paddel die Seite wechseln soll, dann wechseln auch die Hände. Die eine Hand kommt an den Paddelschaft und die andere kommt an den Paddelgriff. Dann solltet ihr auch noch darauf achten, wie ihr das Paddel in das Wasser eintaucht. Das Paddel hat immer einen leichten Knick und da, wo der Winkel größer ist, da sollte das Paddel nach hinten zeigen. Ihr könnt das hier ganz gut sehen. Hier ist der Winkel klein, Paddelblatt zeigt nach vorne. Hier ist der Winkel größer, Paddelblatt bleibt nach hinten. Und so könnt ihr das Paddelblatt schön in das Wasser eintauchen und ihr kommt auch richtig gut vorwärts.
Fehler Nummer 7, fast schon ein Klassiker bei Sub-Einsteigern und Anfängern. Der Blick ist beim Paddeln nach unten auf das Board gerichtet. Ich weiß, ihr begutachtet gerne euer schickes neues Stand-Up-Paddleboard, doch der Blick ist beim Paddeln gerade ausgerichtet, denn man paddelt in der Regel immer in die Richtung, in die man auch schaut. Das heißt, nicht nach unten schauen beim Paddeln, sondern nach vorne in Fahrtrichtung. Fehler Nummer 8 ist, dass die Knie beim Paddeln entweder zu stark gebeugt sind oder komplett durchgedrückt sind. Wenn die Knie beim Paddeln komplett durchgedrückt sind, dann kann man Wellen oder Unebenheiten auf dem Wasser viel weniger gut ausgleichen. Das heißt, man kommt viel schneller aus dem Gleichgewicht und fällt vielleicht sogar vom Board. Deswegen die Knie immer leicht gebeugt halten. Ihr dürft aber allerdings auch nicht zu sehr in die Hocke gehen, weil das ist einmal richtig anstrengend auf Dauer und ist auch komplett unnötig. Es reicht also, eine leichte Beugung in den Knien zu haben, dass ihr leichte Wellen oder wenn ihr doch mal ins Kippeln kommt, besser ausgleichen könnt. Fehler Nummer 9, und das kann tatsächlich ziemlich gefährlich werden, ist Wind und Wetter nicht beachten. Ich weiß, es ist verlockend, einfach raus aufs Wasser, doch man sollte vorab schauen, wie sich der Wind und auch das Wetter entwickelt. Zieht eventuell ein Gewitter auf, zieht Regen auf? Wie sind die Windbedingungen auf dem Wasser? Dafür gibt es richtig gute Apps. Hier können wir euch die Windfinder-App empfehlen. Da kann man über den Tag schauen, wie sich der Wind entwickelt, aus welcher Windrichtung der kommt. Und im Optimalfall plant man seine Tour so, dass auf dem Hinweg der Wind von vorne kommt, wo man noch richtig Kraft hat. Und auf dem Rückweg, wenn dann die Kraft schon etwas nachgelassen hat, hat man im Optimalfall den Wind im Rücken, wird dann vom Wind wieder zurückgetragen. Das sollte man bei der Tourenplanung unbedingt beachten. Fehler Nummer 10 ist, nicht ausreichend Wasser und Snacks mit aufs Wasser zu nehmen. Das solltet ihr auf keinen Fall unterschätzen. Die Sommer, vor allem auch hier in Deutschland, werden immer heißer und auch auf dem Wasser brennt die Sonne noch mal ganz anders. Und es ist super wichtig, die ganze Zeit etwas zu trinken, dass man hydriert bleibt und auch, dass man eine Kleinigkeit zum Snacken dabei hat, dass man nicht unterzuckert. Der Weg kann manchmal etwas weiter sein als geplant oder es kommt plötzlich doch Wind auf, dass man noch mehr Kraft aufbringen muss. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall immer ausreichend Wasser und einen kleinen Snack mit dabei haben. Fehler Nummer 11, Ausrüstung vorab nicht überprüfen. Das heißt, zu Hause sollte man schauen, ist die Finne beim Board dabei? Weil ohne Finne kann man im Grunde mit dem Board nicht geradeaus paddeln. Ist das Paddel festgezogen? Viele Paddel haben ja oben eine Klemme, sodass man dann auch wirklich gut auf dem Wasser unterwegs sein kann. Das heißt, viele machen es tatsächlich falsch und auch uns ist es schon passiert, dass wir keinen Schraubenzieher mit hatten, um das Paddel fester zu stellen. Und wir hatten es auch schon mal, dass die Finne, zumindest diese kleine Schraube beim US-Finbox-System, nicht mit dabei war, sodass wir jetzt immer noch eine Ersatzfinne mit im Gepäck dabei haben. Das waren jetzt unsere 11 typischen Anfängerfehler auf dem Stand-Up-Paddleboard. Falls ihr noch welche habt, dann schreibt diese gerne unter dem Video in die Kommentare. Vielleicht konntet ihr ja einen dieser Anfängerfehler ja auch auf dem Wasser schon mal beobachten. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Das kostet euch keinen Cent und so könnt ihr uns unterstützen, dass wir noch mehr coole Videos für euch produzieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Paddeln. Tschüss!